Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Giga The Show. Nils. Yeah. Etienne. Was ich mich ja schon immer mal gefragt habe, ist, wie funktioniert das eigentlich? Kauft man heutzutage Spiele eigentlich noch im Laden oder lädt man die eher über moderne Online-Plattformen runter, Nils? Das ist ja sehr interessant. Exakt diese Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. Ah. Und da bin ich also ins Grübeln gekommen, habe ich hin und her überlegt. Und da habe ich mir überlegt, das ist ja völliger Quatsch, ne? Da rufe ich mal lieber einen Experten an. Genau das haben wir vor dieser Sendung getan. Der weiß nämlich viel besser Bescheid als wir alle zusammen. Bei uns jetzt Heiko Klinge, leitender Redakteur bei unseren Kollegen der GameStar. Schönen guten Abend, Heiko. Ja, schönen guten Abend. Hi. Kaufen wir in Zukunft nur noch Spiele über das Internet, Heiko? Es wird zumindest zunehmen. Ich glaube nicht, dass das irgendwann so weit sein wird, dass es gar keine Spiele mehr im klassischen Laden in der Verpackung gibt. Hm. Also es ist ein schleichender Prozess, denke ich. Aber das wird noch Jahre dauern. Wie ist denn so der Status quo? Den Anfang hat ja Steam gemacht von Valve. Die haben ja seinerzeit einen Rechtsstreit sogar geführt gegen ihren Publisher Vivendi, um quasi Online-Vertrieb machen zu dürfen. Die hätten sich sogar 2001 schon in Vertrag schreiben lassen, dass sie Online-Vertrieb machen dürfen. Seitdem ist Steam quasi ein Thema. Was gibt's noch so rundherum? Also im Bereich der ernsthaften Spiele dominiert Steam so ziemlich den Markt. Die großen Publisher wie Electronic Arts oder Ubisoft haben's oder probieren es nach wie vor noch so mit eigenen Shops. Das klappt aber nicht wirklich. Ich glaube, dass Valve da sehr clever war. Die waren wirklich frühzeitig da am Start und haben schon sowas wie die absolute Marktmacht in dem Bereich, kann man schon sagen. Zumindest was die klassischen Spiele angeht. Liegt es einfach daran, dass die früh genug auf dieses Pferd gesetzt haben? Und ich habe es ja gerade gesagt, die haben ja damals sich für den Vertrieb von Half-Life 2 quasi den Online-Vertrieb sichern lassen, die Rechte sichern lassen. Haben die einfach früh genug auf das Pferd gesetzt und sind deswegen jetzt die Nummer 1 oder machen die irgendwas auch richtig? Ja, ich glaube, es hat mehrere Gründe. Zum einen waren sie auch sehr früh dabei mit der Community-Integration. Also sie haben sehr, sehr früh die Leute an sich, an ihre Plattform gebunden. Ne? Ob es nun durch Patches, Updates, Counter-Strike kam dann schnell über Steam, und haben dann vor allen Dingen auch nicht nur sukzessive die Publisher für sich gewinnen können, was jetzt ja auch, ich meine jetzt Crisis Warhead kommt heute über Steam auch bereits, ne, kann man nicht runterladen, theoretisch, und sind aber auch auf die unabhängigen Entwicklerstudios sehr, sehr früh zugegangen. Und das ist natürlich für die Entwicklerstudios unglaublich attraktiv, wenn sie, ich sag mal so, den Publishern ein Schnippchen schlagen können, und ihre Spiele auf direkten Weg an den Kunden bringen können. Das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, denn das ist ja nicht nur interessant jetzt für den Kunden, da können wir später noch drauf eingehen, sondern eben auch für die Publisher, die verlieren dadurch ja einen großen Teil ihrer Macht. Also sprich, Publisher ist ja dafür zuständig, die Spiele in die Läden zu bekommen, und wenn da plötzlich keiner mehr in die Läden gehen muss, um die zu kaufen, weil es alle online machen, was macht der Publisher denn dann? Also ein Trend, den wir gerade hier sehen, ist tatsächlich Special Editions. Also man versucht durch Special Editions ganz klar nochmal die Attraktivität der traditionellen Spielebox nochmal zu erhöhen. Also fast jedes, ich sag mal, halbwegs attraktivere Spiel oder was dort draußen erwartet wird, kommt heutzutage in der Special Edition auf den Markt. Ne? Sei es jetzt nun gerade aktuell ein Stalker, sei es ein Crisis, The Witcher wird noch aufgelegt in der Special Edition. Also jede Woche kommt selbst Konsolenspiele wie ein Soul Calibur oder ein Far Cry 2, kommt alles in der Special Edition. Das ist sicherlich eine Variante. Die andere Variante war, eigene Shops versuchen am Markt zu etablieren. Das ist, kann man schon sagen, gescheitert. Das hat man jetzt auch gerade, ich glaube es war letzte Woche, als Electronic Arts verkündet hat, dass sie ihre Spiele an den Steam-Konkurrenten, witzigerweise Metaboli, vergeben werden. Ja, das und ist auch die Telekom ist da ja ebenfalls am Start mit Gamesload. Ja. Und da kann man ja eigentlich auch mittlerweile fast jedes aktuellere Spiel auch kaufen. Ja. Du sagst gerade, Special Editions wäre ein Punkt, das ist ja im Prinzip nichts weiter als auf den Wunsch Bezug nehmen des Käufers, ich will was in der Hand haben, wenn ich mir was kaufe. Früher Verpackung so groß, da gab es dann noch eine dicke Anleitung mit dabei. Glaubst du, dass das den Käufern so wichtig ist, dass quasi die Distribution über herkömmliche Kaufhäuser irgendwie dadurch am Leben gehalten wird, dass die Leute eben auch was in der Hand haben wollen? Ich
glaube, da muss man differenzieren. Das hängt sehr stark von der Käuferschicht ab. Ich glaube, dass zum Beispiel der klassische GameStar-Leser, die ja erfahrungsgemäß eher so aus dem, ich sag mal, Hardcore-Bereich kommen, aus dem Bereich der Hardcore-Gamer, die sind für sowas sehr empfänglich. Ne? Die spielen seit Jahren, die wollen dieses haptische Erlebnis haben, die möchten immer noch eine dicke Anleitung, die möchten eine Karte von der Spielwelt, die gucken sich auch mal ein Making-of-Video an. Ich glaube, dass das mit den Leuten, die jetzt nach und nach quasi in den Markt reinwachsen, da ist das nicht mehr so, die Jüngeren oder auch im älteren Bereich, also jetzt, was jetzt nicht mehr dieser klassische Gamer ist, ne? Ich glaube, dass niemand eine, um ein Beispiel zu nennen, eine Special Edition von Wii Fit kaufen wird. Mhm. Vorhin hast du noch einen interessanten Punkt angesprochen, viele kleinere Entwicklerstudios springen damit auf den Zug auf. Mhm. Siehst du darin auch eine Chance? Denn es ist ja nicht unbedingt möglich, jedes kleine Spiel mit einer Verpackung und einer Anleitung in einen Laden zu stellen und da zu verkaufen. Ist wesentlich einfach. Xbox Live Marktplatz macht das zum Beispiel vor, oder auch Sony. Das ist ja auch irgendwo eine Chance für kleine Entwickler, kreative Projekte irgendwie, Davinia irgendwie fällt mir jetzt spontan ein, an den Mann zu bringen über so eine Plattform. Ja, wobei ich, da muss man glaube ich auch wieder so ein bisschen differenzieren zwischen den, ich sag jetzt mal so einen AAA-Titel, also mit einem, mit einem hohen Budget. Mhm. Die müssen sicherlich nach wie vor beide Wege gehen. Für die kleinen Entwicklerstudios oder die jetzt wenig Budget zur Verfügung haben, sind gerade diese Download-Plattformen, wie du sie gerade genannt hast, nämlich WiiWare, PlayStation Store und der Xbox Marktplatz, sicherlich sehr, sehr attraktiv. Mhm. Wobei auch da natürlich die Hürde noch genommen werden muss, dass man eben auch einen Platz dort bekommt. Da ist Steam sicherlich einfacher, die Hürde Steam sicherlich einfacher zu nehmen als Xbox oder PlayStation. Kann man damit rechnen, wenn jetzt Spiele mehr und mehr dann auch über online vertrieben werden, dass sie dann auch im Preis senken, weil ja quasi dieser ganze logistische Aufwand, der mit dem herkömmlichen Vertrieb einhergeht, dann ja wegfallen würde? Nein, das werden wir nicht erleben. Das große Problem der Entwickler und auch der Publisher ist ja, dass die Kosten für Spiele mehr und mehr steigen, um ein Vielfaches. Ne? Also GTA 4 hat der Producer gesagt, das hat 100 Millionen Dollar gekostet, also mehr als der erste Herr-der-Ringe-Film. Der Preis der Spiele ist aber nicht gestiegen, also jetzt der Preis im Laden. Man hat früher für ein Spiel für Super Nintendo auch schon 140 Mark bezahlt. Und die Entwicklungskosten für ein Super Nintendo-Spiel waren aber wirklich nur der Bruchteil. Da haben ja 10 Leute dran gearbeitet. Für ein aktuelles Spiel, da sind mehrere Hundertschaften am Werken. Und das ist momentan ein großes Problem, deswegen werden wir, glaube ich, da keine Preissenkung erleben. Und man sieht, ich glaube, es wird die Preis, ich sag mal, der Preis wird vielleicht sogar noch steigen, insofern, dass die Spiele immer kürzer werden. Ich glaube, das ist etwas, was wir da sehen. Aber umgekehrt wird der Markt für kleinere Spiele mit einem kleineren Budget auch immer größer. Und man sieht es jetzt an Spielen wie Geometry Wars. Und das sind ja alles Spiele eben für diese Download-Plattform, die eben keine 100 Mann für die Entwicklung brauchen, sondern die besonders viel Wert auf Kreativität sogar legen und auch damit sehr erfolgreich sind. Und ich glaube, das ist eine große Chance der Industrie, dass eben man auch wieder mit Kreativität mehr erreichen kann als in den letzten Jahren. Dadurch, dass man eben diese Plattformen bekommt, wo auch die Mund-zu-Mund-Propaganda eine große Rolle spielt. Also da entwickeln sich dann ja manchmal so Nebeneffekte, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man über Online-Vertrieb spricht. Also vielleicht nochmal eine kurze letzte Antwort. Also hat man theoretisch die Möglichkeit, durch diesen Online-Vertrieb irgendwie diese kreative Depression, die viele ja in der Spielebranche sehen, so ein bisschen aufzubrechen und tatsächlich für neuen Schwung zu sorgen, weil eben kleine Entwickler für kleine Projekte tatsächlich einen weltweiten Vertriebsweg finden? Ja, das erleben wir ja gerade. Also aktuelles Beispiel, das Spiel Braid ist ein riesen Charterfolg, ein riesiger kommerzieller Erfolg auf Xbox Live. Und das wurde von 2 Leuten entwickelt und bekommt weltweit hervorragende Wertungen, ist bei den Spielern sehr beliebt. Portal ist ja im Prinzipiell ein ähnliches Beispiel. Mhm. Also ich glaube, da ist eine sehr, sehr große Chance für die Branche auf jeden Fall vorhanden. Allerdings muss ich da auch wieder einschränkend sagen, natürlich werden die Plattformen damit auch interessanter für die großen Publisher. Man sieht jetzt schon, dass es für kleine Teams immer schwieriger wird, eben einen Platz bei Xbox Live oder beim PlayStation Store zu bekommen, weil natürlich auch jetzt die großen Publisher wie Electronic Arts und Ubisoft
da ein Stück von diesem Kuchen abhaben wollen. Okay, dann danke ich dir recht herzlich, Heiko Klinge von der GameStar, dass du Zeit für uns hattest. Danke dir, ja auch. Jo, wir haben gar nicht viel Zeit, deswegen machen wir direkt weiter mit dem Newsflash. Entwicklerlegende Peter Molyneux hat sich jetzt geäußert zum aktuellen Status quo der PlayStation 3 und sagte, dass der PlayStation 3 tatsächlich ein richtiger System-Seller fehlt, also ein richtiges Spiel, das es nur für die PlayStation 3 gibt und für das man eben in die Läden rennt und sich die Konsole holt. Er meinte auch, als lobendes Beispiel hätte Big N, also Nintendo, das einigermaßen gut vorgemacht, nämlich mit Wii Sports und Wii Fit sind eben Spiele für die Nintendo Wii rausgekommen, die es so auf keiner anderen Konsole gibt, logischerweise durch die Bedienbarkeit, aber eben auch durch die Innovation. Viele PlayStation 3-Spiele kranken darunter, dass sie eben auch auf der Xbox 360 rauskommen. Und Peter Molyneux hat gesagt, er könnte sich vorstellen, dass Little Big Planet eines dieser Spiele ist, das alle Menschen zum Videospielen bekehren wird. Also halt, er hält scheinbar ziemlich große Stücke von dem neuen Spiel. Warten wir es mal ab, ob das Spiel dann auch die Erwartungen erfüllen kann. Irgendwann im Jahre 2009 erscheint Cursed Mountain, ein Horrorspiel für Nintendo Wii. Und dazu gibt es jetzt einen richtig fetten Trailer zu diesem Spiel. Das Ganze spielt im Eis, näher gesagt im Himalaya, wo ihr einen wagemutigen Bergsteiger spielt, der auf der Suche nach seinem verschollenen Bruder so allerlei grässlichen Gestalten begegnet. In diesem Trailer seht ihr dann auch eisige Gletscher, Städte und eben mysteriöse Gestalten. Anschauen könnt ihr euch den zum Beispiel auf ign.com. Nach Guitar Heroes Metallica und Guitar Heroes Aerosmith kommt eine weitere Rocklegende, also das ist eigentlich noch stark untertrieben, jetzt als Sonderedition für Guitar Hero raus, und zwar Jimi Hendrix. Kein geringer als Jimi Hendrix, der wohl beste Gitarrenspieler aller Zeiten, eine unfassbare Legende, bekommt jetzt auch sein eigenes Guitar Heroes Spiel, und das hat kein anderer ausgeplappert als ebenfalls ein sehr begabter Gitarrenspieler, nämlich Slash von Guns N' Roses. Der hat sich da ein bisschen verplappert. Offiziell war das eigentlich noch gar nicht angekündigt, aber er hat es schon verlauten lassen und hat weiterhin schon angedeutet, dass es Zeit wird, dass AC/DC ebenfalls rauskommt für Guitar Heroes. Mal gucken, ob er da vielleicht auch schon wieder mehr weiß als wir. Am 14. November kommt der neue Call of Duty Teil. Call of Duty World at War heißt da, und dazu gibt es jetzt ein Co-op-Video zu sehen. In dem seht ihr, wie ihr euch also mit einem Kollegen zusammen durch die Schlachten des Zweiten Weltkriegs schlagt. Diesmal nicht in Europa, sondern hauptsächlich an der Ostfront und auch im Pazifikraum. Das Ganze könnt ihr euch anschauen bei den Kollegen von checknews.com. Sind das News zu Shaquille O'Neal oder was? Ja, man weiß es ja nicht. Aber was jetzt auf jeden Fall gleich im Anschluss folgt, und da könnt ihr euch schon mal richtig drauf freuen, ist Philipp Senkbeil mit The Force Unleashed, das neue Star Wars Spiel, und diesmal für die Wii. Und das ist das Geile, weil da kann man ja mit Laserschwert und so, ne, mit so machen. Und danach kommt unser Gaming Legends Lara Croft, die kennst du ja auch persönlich. Die kenne ich persönlich. Aber ist eine Nette, ne? Ist eine Nette, aber das ist dann irgendwann auch auseinandergegangen. Ja, gut. Ja. Ich hab auch ihre Nummer gar nicht mehr. Ja, muss man ja auch nicht. Also man kann es ja auch übertreiben mit dem Reden. Übrigens, danach gibt es noch, falls euch das interessiert, wir reden gleich noch weiter über Lara Croft, kommt Warhammer Online noch. Das wird spaßig. Der neue MMO-Stern am Himmel, Fragezeichen. Wir werden das beleuchten, auseinandernehmen. Schaut auf jeden Fall mal rein. Bis später. Bis gleich.